Hallo, Hall hier und willkommen zum Dwarf Fortress Stream mit der Steam-Version. Ich bin begeistert, ich hoffe, ihr auch. Lasst euch nicht irritieren, dass hier schon Continue Active Game steht. Ich muss es einmal austesten, wie das mit der Einstellung hier kameramäßig und so weiter funktioniert. Da müssen wir jetzt durch. Den Ton hatte ich auch getestet. Ich hoffe, er passt. Wenn nicht, dann schreibt es bitte. Weil bei mir auf dem Ohr ist es ganz schön laut gerade. Das war es vorhin auch nicht. Audio. So, nochmal 80. So, ich hoffe, euch wird es jetzt nicht zu leise. Moin Minsk! Schön, dass du da bist. Also wie gesagt, wir kreieren eine neue Welt. Ich habe auch mal geguckt, es geht relativ zügig. Also wir brauchen jetzt gleich keine Stunde warten. Auch ein Grund, warum ich das einmal getestet habe. Moin Rundstutzen. Schön, dich zu sehen. Also wir kriegen eine neue Welt. So, ja, okay. Das sind, glaube ich, dieselben Texte wie vorher. Ich weiß es nicht, ist mir egal. Ich freue mich einfach. Wollen wir beim Standard bleiben? Überall Mineralien. Komm, uns geht's gut. Ja, wir müssen uns mit genug Sachen rumplagen. Warum dann noch mit Ressourcen mangelt? Deswegen kreieren wir jetzt einfach mal eine Welt. Wie gesagt, das geht ja zügig. Ich glaube, vorhin im Test hat das, glaube ich, 5 Minuten gedauert, die 100 Jahre Geschichte. Die haben es auch gekürzt. 500 war, glaube ich, das Maximum. Und das waren ja früher 1025. Du hast Statistiken gesammelt. Ah, schöne Karte. Oh, man sieht die Zivilisation erstmal nicht mehr nur durch irgendwelche ASCII-Zeichen. Ich habe es mir gedacht, ganz ehrlich. Mich hat ja heute ein Arbeitskollege genervt. Ne? Also meine Kollegen im Team, die wissen, warum ich morgen frei habe und worauf ich heute den ganzen Tag gewartet habe. Und dann um 16 Uhr fingen die dann an, mir Bilder zu schicken von den Zuschauerzahlen auf Twitch. Dann ging das dann los mit, guck mal, 22.000. 25.000, 33.000. Mensch, warum machst du denn immer nur so wenig? Ich so, ja, ihr mich auch. Zwanzigtausend Spieler, so, oh, das ist ja ein Traum. Oh, ich hoffe, also das Spiel hat es so verdient, jetzt richtig Beachtung zu kriegen. Da bin ich ganz ehrlich, es muss einfach sein, ist die Geschichte schon durch. 100 Jahre, wir sind immer noch im Zeitalter der Mythen, das ist aber nicht schlimm. Und das heißt, jetzt können wir uns die angucken, theoretisch. Man sieht hier, wo die ganzen Dörfer aufgetaucht sind. Man sieht auch, wer ist hier? Ganz viele Zwerge anscheinend hier oben. Sehr schön. Man sieht das sogar, was es ist. Dwarven Fortress. Mountain Halls. Also das ist dann halt größer. Erkennt man auch an dem Symbol das Mountain Home? Oder ist ein Mountain Hall ein Mountain Home? Das hat, glaube ich, mit der Größe zu tun, ne? Oh, hallo Gantroll-Troll, schön, dass du da bist. Ja, also ich feiere. Wir suchen uns erstmal einen Platz aus. So. So, wie immer, Welt ist erstellt, Welt behalten. Jetzt speichert erstmal alles und dann können wir gleich unseren Startpunkt wählen. Ich weiß nicht, wie lange da. Ich habe das bei dem einen oder anderen auf Twitch auch gesehen, dass sie da sozusagen Titel haben. Ich glaube, einer der größeren Deutschen, ich glaube, da war einer mit, der hatte 2000 Views oder sowas. Der ist eigentlich RimWorld-Spieler. Der hatte halt im Titel drinne stehen. Hier, ob es so war, Fortress Release besser als RimWorld? Fragezeichen. Also, wie gesagt, gerade solche Leute werden wahrscheinlich jetzt hier anfangen, um halt zu gucken, ob das Original besser ist als der billige Abklatsch. Ja, neue Kamera. Deswegen habe ich diesen Grünstich um mich verloren. Das lag einfach an der Auflösung. Also ich bin jetzt von 720p auf 1080p hoch. Und das macht doch einen Unterschied. So, also wir starten jetzt ein neues Spiel in unserer komischen neuen Welt. Jetzt müssen wir nur einen vernünftigen Startpunkt finden. Das ist ja immer die große Suche. Moment. Ah, große Suche. Oh, Mensch, das hätte ich doch vorhin schon starten sollen. Verdammt, ich bin vergesslich. So, wir wollen nämlich eine neue Abstimmung. Das ist jetzt natürlich doof, dass ich das nicht bei der Weltgenerierung schon gemacht habe. Ich erstelle das mal. Warte mal, wir machen erstmal das Fortress. So, wir wollen. Da kann er erstmal machen.
Ich wollte euch das ja entscheiden lassen. Und das heißt, ich muss natürlich diese Umfrage erstellen. Das ist ja. So, mal meint ganz kurz. Warum muss ich das eigentlich tippen? Ich hatte es eigentlich mal eingegeben, aber man kann die nicht nochmal nutzen. Das ist etwas schade. Wie heißt das? Surrounding, ne? Glaube ich, war das. Bestimmt falsch geschrieben. So, und. So. Wie lange brauchen wir jetzt, um einen Startpunkt zu finden? Keine Ahnung. Ihr habt jetzt 3 Minuten Zeit, mir zu sagen, wo ich starten soll. Ich mache hier voll Stress, weil ich will spielen. So, und dann kann ich mir die angucken. Läuft die jetzt? Oh ja, es funktioniert. Moin, Caleb. Schön, dass du da bist. Entschuldigung, ich musste hier gerade einmal diese Umfrage starten. Nein, wir ignorieren das Tutorial, weil ich glaube, ich kenne das Spiel gut genug, um darauf verzichten zu können. Ja, ne? Wir lernen durch Schmerzen und suchen einen Punkt. Ich hoffe mal, dass die Sachen immer noch gleich. Genau, Calm war, glaube ich, normal. Sirene war böse. Mirsful, das ist gut. Zum Beispiel, dann haben wir hier irgendwo, müssen wir mal gucken, haben wir überhaupt was Böses? Oh, wie sieht ein Turm hier aus? Was ist das hier? Ein Human Castle. Gibt es hier Türme? Wichtigste Frage überhaupt. Haben wir Totenbeschwörertürme auf der Karte? Kann ich Find Embark Location? Guck mal, danach können wir dann gleich gehen. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen ungezähmte Wildnis, Wildernis, Kalm, irgendwie sowas. Das ist das. Warte, wo war das? Evil, genau. Hier nach suchen wir gleich. Abhängig von dem. Oh, wo habe ich jetzt hingeklickt? Ah, ich habe irgendwo hingeklickt. Ah, ach, mit Rechtsklick wird es wieder grün. Zoom, zoom. Die sieht man schlecht. Okay. Was bist du? Du bist ein Goblin Fortress. Das wäre die Frage. Ich könnte mir auch einfach alles raussuchen, was Evil ist. Und irgendwo bei den Evil-Sachen wird dann auch ein Turm stehen. Da ist ein Turm. Ha! Human Tower. Wir haben schon mal Totenbeschwörer hier. Also das Wichtigste ist geklärt. Ne? Alles ist da. Was ist das hier neben? Das sind einfach nur Savanne und so weiter. Auch hier sehen so die Türme aus, aber hässliche Türme. Ich hätte jetzt halt wirklich einen richtigen Turm erwartet. Und nicht so ein Blob. Egal. Haben wir noch mehr davon? Oder ist das der einzige? Wald, Wald. Da vielleicht? Ne, das ist auch noch ein Wald, ne? Ne, das ist eine Goblin-Festung. Und das hier? Dunkelzwerge. Was es nicht alles gibt. Da müssen wir nachher. So, und hier oben haben sich anscheinend unsere Zwerge alle eingenistet. Das heißt, wir müssen uns irgendwo anders hinsetzen. Und hier sind auch welche. Das muss ich natürlich immer noch hier. Ach, guck mal. Gleich ist es durch. Kann ich mir die auch schon ansehen, während die Umfrage läuft? Jo, kann ich. Perfekt. Ah, danke, Caleb. Vielen Dank für die Bits. Danke. Müssen wir also theoretisch suchen wir uns jetzt gleich was Schönes, Neutrales, wie es aussieht. Außer jetzt kommen noch ganz viele Leute plötzlich auf die Idee, mich noch in die Hölle schicken zu wollen. Nein, tun sie nicht. Das heißt, neutral gewinnt. Ist eine Abstimmungsübersicht. Stimmen, Stimmen, Abstimmende. Was? Ich habe keine Ahnung. Ist egal, die Umfrage ist durch. Jetzt können wir das Thema abhaken. Wir suchen was Neutrales. Das heißt, wir suchen Spirit normal. Wollen wir Equifier haben? Oh, Control, toll. Danke auch dafür. Danke. Also Heavy Equifier, sage ich ganz ehrlich, mag ich nicht, lasse ich raus. Mit dem leichten, ich habe keine Ahnung davon, kriegen wir irgendwie hin, habe ich auch noch nie mitgearbeitet. Equifier habe ich mich immer vorgedrückt. Immer, bin ich ganz ehrlich. Können wir einfach mal mitnehmen. So, und dann suchen wir jetzt einfach mal normale Sachen mit. Ist egal was. So, such mal. Das geht auch schon mal schneller. Oder die Karten sind kleiner geworden. Wenn die Zeiten kleiner geworden ist, ist die Karte dann auch kleiner geworden. Sie sieht zumindest erstmal kleiner aus, ne?
Das könnte aber auch einfach an der anderen Grafik liegen. Die sonstige Karte war ja immer einfach nur ASCII. Es ist alles grün. Es gibt kaum böse Ecken, wie es aussieht. Hä? Da unten, da ist doch ein Turm. Also wenn das auch grün ist, dann könnte es auch an meiner Farbschwäche liegen. An die Wand erst gerade, ach, weil das durchgeht, ne? Und danach weiß er erst, was es war. Wie war das nochmal? Meine letzte Suche nach einem Startpunkt ist ja 1,5 Jahre her. Die letzte Festung hat ja so lange gehalten. Abstellen nicht, aber wie gesagt, man kann sie theoretisch hier beim Suchen sagen, ich will die nicht. Jetzt bin ich trotzdem irritiert. Match found, Beginn. Aber das hilft mir doch jetzt nicht. Es sieht alles so grün aus. Und das darf doch nicht so grün sein. Woodland, das ist terrifying. Ach, weil die guten Sachen auch. Es ist kaum etwas Böses hier auf der Welt. Guck mal, was für eine Auswahl haben wir. Wir können fast überall hin. Das ist ja ein Traum. Außer in die Berge. Warum können wir nicht in die Berge? Ist doch kalm. Ach so, ist zu entspannt wahrscheinlich, ne? Oder werden Berge extra nicht hervorgehoben? Da ist noch ein Turm. Jetzt sieht man wenigstens die Türme, man findet sie. Da ist einer. Dort. Hier unten. Ist das auch ein Turm? Nein. Das ist ein Elfen. Da wollen wir nicht hin. Das heißt, wir suchen uns einfach irgendwo einen Startpunkt aus. Komm, wir gehen einfach mal hier irgendwo hin. So. Was heißt jetzt diese Markierung? Ungezähmte Wildnis? Wildnis. Das verstehe ich gerade. Ist das das, wo er durchgegangen ist? Gut, das sind die anderen Zivilisationen, das ist klar. Das kennt man schon. Ne? Andere Siedlungen werden ja halt in. Da können wir nachher nicht bauen, angezeigt. Und das sind die, die rausgesucht wurden. Ich möchte eigentlich einen Berg haben mit Wald. Es gibt keinen Wald mehr, doch hier gibt es Wald. Sieht man das hier draußen irgendwo? Berg mit Wald und Fluss. Also extremste Sonderwünsche. Da zum Beispiel. Hier gibt es Berg, Wald und Fluss. Und es ist eine Wildernis. Wildernis ist neutral gewesen. Mich irritiert, dass es halt hier nur markieren. Also nicht alles. Das ist ja alles Wildernis. Aber okay, kriegen wir hin. So, reicht jetzt aus. Was WASD? Out and Track, Mittelmaß. Achso. Und jetzt ist die Frage. Achso, ich muss embarken und dann kriege ich mein Feld, wo ich hin möchte. So, kann ich jetzt hier auch wie sonst durchschalten? Wo ist mein F1, F2, F3, um die verschiedenen Dinger durchzugehen? Gibt es das hier noch? F1, F2, F3? Nö. Also wir haben hier oben den Wald. Wir haben hier unten einen Berg. Und wir haben hier neben noch, wie heißt das hier? Stark bewachsen. Okay, ist okay. Rundstutzen, vielen Dank, dass du Calem ein Abo geschenkt hast. Schade, muss ich jetzt so durchgehen? Kann ich nicht mal durchschalten, ne? Also ich werde die Größe nicht erhöhen, das liegt einfach daran, weil ich Angst habe wegen dem FPS. Ich weiß nicht, wie die Steam-Version damit handhabt. Ich werde das einfach so nehmen. Hier steht jetzt aber nicht, wo ist denn jetzt? Kann ich das tappen? Nein. Man konnte doch sonst. Ach so, da steht jetzt direkt drunter, was es da gibt. Das sehe ich jetzt erst. Sonst stand da immer ein paar Metalle oder wenige Metalle. Oh Gott, ich habe einen Hype-Train. Was es nicht alles gibt. Dass ich den mal erlebe. Mensch, der Steam-Release, der sorgt doch für richtige Wunder hier auf meinem Kanal. Rompiro, schön, dass du da bist. Okay. Also wir haben hier Platin, Zinn, Eisen, Gold, Silber. Wir haben das Wichtigste. Wir haben Eisen, wir haben Flugstone und was wollen wir mehr? Kohle? Wird Kohle extra aufgeführt? Nickel, Zinn, Kupfer, Platin? Nein, anscheinend. Entweder wird Kohle nicht richtig aufgeführt oder wir haben hier keine. Wir haben hier auch kein Aquifer, es wird jedenfalls nicht angezeigt.
Also nehmen wir den Punkt einfach, ne? Das ist, es ist kalt hier. Oh, im Winter gefriert hier alles. Konnte man früher umgehen. Man hat dann einfach sozusagen unterirdisch gegraben und dann konnte das Wasser nicht mehr gefrieren. Mal gucken, was hier auch noch so ist. So, Enemies lassen wir mal normal. Economy bleibt auch normal. Was ist denn Custom Settings? Wir müssen ein bisschen mal hier was lernen. Custom Settings. Sie können uns angehen. Natürlich, wäre doof. Ja. Oh, ohne die wäre das Spiel natürlich viel zu einfach. Enemy Population Trigger. Range. Was heißt denn das jetzt? Was ist ein Enemy Population Trigger 1? Ach so. Wann die das erste Mal kommen? Oh. Kontrolltroll. Mensch. danke, dass du 5 Abos verschenkst an Litsche, Moon, Schrocktief und das Psi. Und da noch einer. Kitev. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen. Mensch. Das sind die. Jetzt weiß ich nicht, was die einzelnen Trigger sind. Aber ich habe mir sagen lassen, manche Sachen passieren halt sozusagen erst, wenn man gewisse Anzahl an Personen hat. Also beispielsweise der Enemy Population Trigger weiß ich jetzt nicht, aber zum Beispiel war früher oder in der eigentlichen Version ab 20 ist der Trigger halt, dass dann erst die Besessenen loslegen mit ihren Artefakten und so weiter. Das scheint jetzt einen gewissen Einfluss haben. Man kann wahrscheinlich ein bisschen was umstellen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich weiß nicht, was ein Produktionstrigger ist und so weiter. Wir lassen das einfach mal so hin. Mega Beast Attack. Das ist ja schön. Seasons. Alle 10 Seasons kriege ich jetzt eine Attacke oder was? Less sooner. Ach so, dann kommen sie früher. Aha. Was ist ein Irritation Minimum? Ich glaube, wir lassen einfach den Standard und lassen uns über. Alter, was können wir alles einstellen? Das ist, glaube ich, all das, was man sonst in den einzelnen Config-Dateien ändern konnte, wenn man es umschreiben wollte. Oder halt über das Lazy Nupack bei den Startsachen. Anscheinend ist die Range bei der Population von 1, also bis 300 festgelegt. Und das Lazy Nupack hat ja früher, glaube ich, 200. Früher, ich sage immer früher, Mensch, das war noch bis gestern. Nein, bis heute 16 Uhr. Bei der Standard auf 200. Also theoretisch haben wir dann hier 100 Zwerge mehr, weil ich das ja im Nachgang nicht mehr anpassen konnte, beziehungsweise wollte. Value der großen Gildenhalle. Ach, weil für die Grenzen. Man kann sogar die Grenzen bestimmen. Also aktuell ist es ja so, wenn man einen Tempel baut, ab einem gewissen Wert wird es ein großer Tempel und so weiter. Und hier kann ich die Wertigkeiten jetzt einstellen. Interessant. Ich würde sagen, wir bleiben bei Standard. Das reicht schon, wenn wir gleich unser Team zusammenstellen müssen. Das,